geht glatt. Dio, häng dich in den Teilcomputer. Scanne den Sternenzerstörer nach einem Eingang. Was ist der Status dieses Hangars? Voller Truppler. Sie würden uns abschießen, sobald wir an Bord gehen. Weitersuchen. Erste Ordnung ist die größte Gefahr, der wir uns je gestellt haben. Wenn sie die Republik bereits zerstört hat, kommt der Widerstand als nächstes dran. Können wir helfen? Wir gehen an Bord von Husks Sternenzerstörer, stehen jegliche Informationen, die der Widerstand gebrauchen kann, und verschwinden wieder. Logo, null Problemo. Potenzielle Landezone voraus. Das wird nicht klappen. Da ist kein Platz für uns. Das wird nicht klappen. Da ist kein Platz für uns. Delta 6, Commander Hask hat ihre Einheit befohlen, auf Vardos zu bleiben. Bericht. Sind wir Delta 6? Was melden wir? Ich glaube, unsere Tarnung fliegt auf. Eröffnen wir das Feuer. Vielleicht können wir sie überraschen. Alarm! Feindliche Thais nehmen Kurs auf die Red Fusion. Abschießen! Sie wollen zu uns. Dio, finde einen Zugang. Werde kreativ, falls möglich. Triff, das wird dauern. Dann holen wir die Thais eben runter. Damit kenne ich mich aus. Noch nichts. Komm schon, Dio, du schaffst das. Heck des Schiffes, verstanden. Ein Kühlkörper neben dem Triebwerk? Wir zerstören ihn und haben einen Zugang. Wir werden alle sterben. Nee, nur ich. Was ist das? Der Hyperantrieb. Tja, das Ding ist hinüber. Komm schon, hilf mir. Fertig. Oh, Shriv. Hey. Nicht gestorben, hä? Genau. Dann los. Oh, der Arme. Irgendwo hier müsste ein Computerterminal sein. Teilen wir uns auf. Wir treffen uns, wenn wir was gefunden haben. Dann ziehe ich mal alleine los. Oh, der Arme. Wir brauchen Zugriff auf die Schiffsloks, Daten oder Kommunikationszentrum, was immer wir zuerst finden. Was für Informationen sind? Sie müssen unterwegs sein. Schwärmt aus und findet die Eindringlinge. Im Moment alles, was dem Widerstand helfen könnte. Okay. Nee. Hacken, bitte. Zeig mir noch mal. Okay, kann ich nichts weitermachen. Ah, hier. Na, was ist der Bereich? Wir besiegen die erste Ordnung mit ihren eigenen Waffen. Ausrüsten!
Ja, Ma'am. Ah, tut mir leid. Na, guck, was ist das? Ist das alles das gleiche Zeug? Nee, das hier ist was anderes. Ach, nehmen wir das da. Ach, immer so schwierig. Wow, das sieht schwer aus. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, große Geschütze aufzufahren. Die Musik fehlt schon wieder. Hier ist der neue Roomba im Star Wars Universum. Okay, probieren wir es doch mal aus. Okay, das ist cool. Alle eben alles niedergemäht. So, hier haben wir nichts mehr. Dann geht's los. Was haben wir hier? Ja, perfekt. Der Roomba wieder. Das sind ja nur diese komischen Karten drin, ne? Ja, dann gehen wir jetzt erst direkt wieder rein. Was hier wohl drin ist? Was Schützenswertes. Triff, ich glaube, wir haben es gefunden. Komme schon. Du musst was für mich hacken. Kurz gucken, was da hinten ist. Okay, nichts mehr. Okay. Sieh dir das an. Seht ihr was? Hier drüben. Projekt Wiederbelebung. Moment mal. Genata, Automox-System. Die Erste Ordnung verschleppt Kinder und zwingt sie dazu, Sturmtruppler zu werden. Ihre militärische Stärke muss ja... Ich will's gar nicht wissen. Vielleicht finde ich irgendwas. Sind das... Großkampfschiffe. Genug für die Kontrolle über die gesamte Galaxis. Bleib stehen. Was ist das? Ein Dreadnought der Ersten Ordnung. Klingt jetzt schon schlecht. Ist es auch. General Organa hat davon erzählt. Hauptsächlich Gerüchte, aber... Tja, sie sind beängstigend. Dann müssen wir eine Schwäche finden. Theo, los geht's. Lad die Pläne des Schiffes runter. Wir müssen sie zu Leia und dem Widerstand bringen. Solange das Schiff im Hyperraum ist, fliegen wir nirgendwo hin. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg hier raus und mach schnell. Du wirst wissen, wenn es soweit ist. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Viel Glück, ihr zwei. Also... Dieser Plan. Wir reißen diesen Sternzerstörer aus dem Hyperraum. Endlich verstehe ich, warum Schliff immer so ein nervöses Wrack ist, wenn ihr zusammen seid. Ja, okay. Aber das, darum kümmern wir uns besser beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. So, willkommen zurück bei Star Wars Battlefront 2 Resurrection.
Wir sollen ja da das Ding da wegschmachen. Und das tun wir jetzt. Tür verriegeln! Sichern. Die Detonatoren ein. Dein Plan ergibt für mich immer mehr Sinn. Nimm so viele, wie du tragen kannst. Ich bin dann mal so frei. Ja, mach mal. So. Feindlicher schwerer Schütze! Ach du, das kann ich auch. Alles sicher. So. Halt, ich habe Offiziere belauscht. Der Widerstand hat die Basis der Ersten Ordnung gefunden. Sie greifen jetzt an. Sehr gut, Shriff. Wir sind fast fertig. Halt dich bereit. Dann bis gleich. Say, wenn wir an dem Generator Detonatoren platzieren, bremst das Schiff in einer Sekunde von Lichtgeschwindigkeit auf Null. Gefährlich. Machen wir es. Bringen wir die Detonatoren an dem Generator an. Ich mach das. Du nimmst mir Deckung. Okay. Verstärkung! Eindringlinge in der Höhe an den Punkt. Alle verfügbaren Einheiten sofort. Sei! Statusbericht! Überraschung! Zu mir! Heil mich mal bitte! Da war ich ein bisschen zu übermütig. Bringen wir die Detonatoren an dem Generator an. Ich mach das. Du gibst mir Deckung. Eindringlinge in der Hyperantriebspunkt. Alle verfügbaren Einheiten sofort melden. Achtung, mehr von denen! Angriffsbereit!
Verstärkung! So. Ist der Detonator scharf? In einer Sekunde. Noch einer. Was passiert von mir? Schlecht, Droide. Nur noch der Reservegenerator. Er ist wahrscheinlich hinter einer Sicherheitstür. Ich hacke sie. Und wo geht's lang? Da unten. Machen wir das mal so. Er schießt auf mich, schießt zurück. Ich hab hier Probleme.
Hyperraum gesichert. Aber nicht für lang. Wir müssen es beenden. Für alle Opfer der Ersten Ordnung. Für die Kinder. Ihre Familien. Für Dad. Dio, hack den Computer. Schick die Verstärkung woanders hin. Platzieren wir die letzten Ladungen. Und dann ab zur Widerstandsbasis. Eindringlinge bei der Kommunikation. Alle sofort dorthin. So, den Teil hätten wir. Dann geht es vorsichtig weiter. Hyperantriebsbucht verlassen. Flug woanders. Hallo, Mausdrede. Huch! Ich wusste gar nicht, dass die so die Wände hochfahren können. Alarm! Alle Truppen zum Steuerbord, Kater! Eindringlinge geordnet! Alles frei. Willst du es machen? Die letzte Ladung platzieren? Klar! Dann suchen wir Shriff und verschwinden. Eindringlinge verloren! Wachfunkdurchsuchung! Say? Lass mich los! Nein! Das ist die Alten, die ich kenne! Mutig! Unberechenbar! Benutz deine Waffe! Los, benutz deine Waffe! Say! Alles okay. Mutterschaft hat dich weich gemacht. Nein! Ich hab dich! Tu es! Komm schon, Sei! Komm schon! Danke. Alles okay? Bin okay. Du? Bestens. Bringen wir es zu Ende. Stoppen wir dieses Schiff. Wir haben es geschafft. Hey Mann, was ist los? Hey. Nein, 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 er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mann, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, nein, Mom, komm nein, schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu. Du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt? Nein. Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Ich brauche dich. Wie kannst du so ruhig sein? Komm jetzt. Ich habe Angst. Aber mehr Angst vorm Scheitern als vorm Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Wir kämpfen, damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das?
liebe dich. Ich liebe dich, Mom. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Ich bin allein, Shriff. Sie ist tot. Oh. Es ist okay. Sie hat's geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Dachau, Widerstandsbasis. Sektorsicher Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Kein Kontakt! Hier spricht Shriff Sogar, Freigabecode 73Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber ich hab bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Shriff, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Ma'am. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General. Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite Sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde, habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren, aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auf uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp. Belohnungen freigeschaltet. War's das schon? Scheint so. Schade. Ich dachte jetzt, da kommt noch ein bisschen was. Aber gut, so ist es halt. So ist es halt. Das war's dann wohl mit Star Wars Battlefront 2. Ich dachte jetzt eigentlich, Resurrection würde weitergehen. Und das Ende war auch nicht ganz konform mit den Filmen. Beziehungsweise was mit Husk betrifft, das jedenfalls nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, diesmal haben wir Battlefront 2 komplett abgeschlossen. Und nun ja. Mal schauen, was wir als nächstes tun. Ein paar Schiffe in die Luft jagen.